In der Vergangenheit habe ich viel ausprobiert, um diese Ablagerungen und braunen Verfärbungen an der Toilette zu entfernen. Aber nichts hat wirklich geholfen, um die WC-Schüssel wieder sauber zu bekommen. In diesem Video möchte ich deshalb eine etwas andere Variante zeigen, die mit Sicherheit funktioniert, wenn nichts anderes hilft. Innerhalb von wenigen Minuten konnte ich so die Ablagerungen an meinem WC entfernen. Normaler WC-Reiniger ist bei diesen hartnäckigen Ablagerungen quasi wirkungslos. Denn es handelt sich hierbei um Braunstein, häufig auch in Kombination mit Urinstein. Intensives Schrubben mit der Bürste verbessert die Situation erfahrungsgemäß auch nicht. Die Ablagerungen sind zu hartnäckig. Viel Hoffnungen hatte ich in ein säurehaltiges Hausmittel gesetzt. Genau genommen in die Kombination aus zwei Hausmitteln, die regelmäßig als Wunderwaffe gegen hartnäckigen Urinstein empfohlen werden. Dafür wird zunächst etwa ein halber Liter Essig in die Toilette gegeben und insbesondere auf den Rändern und braunen Ablagerungen verteilt. Danach wird etwas Natron benötigt. Alternativ geht es auch mit Backpulver statt mit Natron. Etwa 2 bis 3 Esslöffel Natron werden in die WC-Schüssel gegeben und mit der Klobürste verteilt. Die chemische Reaktion beider Hausmittel ist jetzt gut erkennbar. Dabei entsteht ungiftiges Kohlendioxid. Den WC-Deckel sollten wir im Moment aber nicht schließen. Nach kurzer Einwirkzeit von etwa 15 Minuten sollen sich der Urinstein und die Ablagerungen mühelos mit der Bürste entfernen lassen. So zumindest die Theorie. Bei mir hat das überhaupt nicht funktioniert. Auch mit Essigessenz hatte ich es ausprobiert. Hier ist der Säuregehalt höher, weshalb statt einem halben Liter Essig dann nur etwa 100 ml Essigessenz benötigt werden. Auch professionelle Reiniger zum Entfernen von Braunstein habe ich ausprobiert. In meinem Fall hat auch das keine Besserung gebracht. Nach mehrfacher Anwendung und längerer Einwirkzeit hatte ich zunächst aufgegeben. Ich will das an dieser Stelle auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Im Internet findet man diverse Tipps, um Urinstein und hartnäckige Ablagerungen zu entfernen. Aber egal, ob nun Geschirrspültabs, Gebissreiniger oder Cola. Cola wird aufgrund der enthaltenen Phosphatsäure als Geheimtipp empfohlen. Bei mir hat das aber nichts geholfen. Die WC-Schüssel sah am Ende immer noch so wie zuvor aus. Deshalb habe ich mich für eine etwas andere Variante entschieden, die man nicht so häufig im Internet findet, die aber sehr effektiv ist. Dafür muss im ersten Schritt zunächst das stehende Wasser in der Toilettenschüssel etwas entfernt werden. Dadurch können wir gleich besser arbeiten. Insbesondere, weil ich auch diese Ablagerungen entfernen möchte, die sich hier genau an der Wasserstandslinie gebildet haben. Um das Wasser etwas zu entfernen, gibt es einen einfachen Trick. Mit der Toilettenbürste können wir das Wasser im Siphon in Schwingungen versetzen. Wenn wir das Wasser mit der Bürste mehrfach reindrücken, immer im Takt mit dem aufgeschaukelten Wasser, dann schaukelt es sich so weit auf, dass es hinten aus dem Siphon in den Abfluss läuft. Nach kurzer Zeit ist der Wasserstand im WC niedriger. Wird die Spülung betätigt, ist wieder alles wie zuvor. Alternativ kann das Wasser natürlich auch mit einem Gefäß entfernt werden. Im nächsten Schritt benötigen wir dann etwas Schleifpapier. Ich habe hier feines Schleifpapier mit einer Körnung von 240 verwendet. Mit der Schere habe ich zunächst ein kleines Stück zurechtgeschnitten. Anschließend können wir mit dem Schleifpapier die Ablagerungen vorsichtig entfernen. Das klappt erstaunlich einfach und schnell. Der eine oder andere mag sich jetzt vielleicht fragen, ob man mit dem Schleifpapier nicht das WC zerkratzt. Meiner Auffassung nach zerkratzt dort nichts, wenn man mit etwas Umsicht vorgeht. Denn die Keramikbeschichtung des WCs ist sehr hart. Ich zeige gleich noch das Endergebnis. Auch bei genauer Betrachtung konnte ich dort keine sichtbaren Kratzer erkennen. Das Schleifpapier soll auch nur an den Stellen, wo sich der Urinstein oder Braunstein gebildet hat, verwendet werden. Die Reinigungstechnik mit dem Schleifpapier ist sehr ähnlich zu dem oft empfohlenen Bimsstein. Auch dabei werden die Ablagerungen mit dem Bimsstein abgekratzt bzw. abgeschliffen. Zweifelsohne werden sowohl Bimsstein als auch Schleifpapier die Oberfläche etwas aufrauen, auch wenn dabei keine sichtbaren Kratzer entstehen. Aber wenn alle anderen Reinigungsversuche nicht geholfen haben, kann die Variante mit dem Schleifpapier eine Alternative sein. So sieht es nun bei mir aus. Die Ablagerungen sind vollständig entfernt. Nochmal zum direkten Vergleich, so sah es vorher aus. Ich hoffe, dieses Video war nützlich. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar unter dem Video. Das motiviert mich, auch weiterhin möglichst viele Videos für euch zu erstellen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.